An der Stelle grüße ich jetzt auch YouTube. Ihr könnt es da über meinem Kopf lesen. Patch 601. Planet 6 wurde released. Wir hatten mit Planet 5 aufgehört. Ich weiß nicht mehr, wann genau das war. Ich könnte mir eben kurz gucken, wann ich das letzte Video hochgeladen habe oder gemacht habe. Das ist dann ungefähr das Datum. Am 25. März habe ich das letzte Video dazu gemacht. Zumindest das letzte Video, was für YouTube war. Das heißt, im März ungefähr hatten wir das Update hierzu. Weil ich das damals sofort, glaube ich, hochgeladen hatte. Sie haben auch ein bisschen mehr Lore hinzugefügt. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich offscreen nichts gemacht habe. Hier sehen wir auch nochmal Datum 20. Hier der 22.3. Also wie gesagt, im März. In den Patch Notes habe ich hier auch noch ein paar interessante Dinge gelesen. Sie haben neue Puzzles hinzugefügt. Sehr viel mehr Lore und Dialoge für die KI da. Ein Player-Tutorial, was ich da oben links schon sehe. Warum ist das eigentlich auf Get Started? Der rechnet offenbar von Anfang an des Spiels. Ich lese hier gerade die größten Update-News vor. Wenn ich auch raus habe aus dem Spiel, dann habt ihr keinen Ingame-Sound. Es gibt jetzt irgendwelche Seeker-Eyes. Ich weiß nicht, was das ist, aber es gibt sie jetzt. Man kann das Spiel jetzt auch mit Controller spielen. Und das grüne Haus soll überarbeitet worden sein. Und der Sniper-Scope. Ansonsten nichts, was weiter wichtig wäre. Mit dem Scope, das können wir ja direkt überprüfen. Oh ja, das Scope, das ist definitiv jetzt ein bisschen anders. Könnt ihr mal gucken, vielleicht sehen wir ja hier schon was. Ja, guck mal, undiscovered. Was Neues für die GED-Bombe. Für Stashpack sehe ich jetzt nichts Neues. GEDMHS, Icy und Firewave. Und ein passiver Schildgenerator, wie es scheint. Okay, hier lese ich jetzt aber Coming Soon für Planet 6. Das verwirrt mich jetzt ganz leicht. Ich sag's nochmal, ich habe nichts offscreen weitergespielt, so wirklich. Ich glaube, ein kleines bisschen hatte ich was gefarmt. Offenbar gibt es jetzt hier unten noch einen Teleporter. Aber nur zum Cockpit. Vielleicht kommen da noch welche oder ich muss die irgendwo finden. Aber schön, dass ich hier jetzt einen Teleporter habe. Ja, Planet Fragezeichen. Der wird mir immer noch nicht angezeigt. Eventuell muss ich den Boss von dem Planeten nochmal fertig machen. Ich hoffe nicht, der war anstrengend. Das Ding ist auf jeden Fall überarbeitet worden. Did you know our available tech can produce materials up to 4 times faster? Weil vorher stand dort nur das hier. Stations are fully functional now. Check them out before going back down to the planet. Aztlan, das war der eine Planet, wo ich so verzweifelt war. Das war der Höhlenplanet. Da hatte ich nichts gefunden, das weiß ich noch. Und hier die Thunderbolt Rifle, die ist ja generell verbuggt. Können wir uns mal ein bisschen umschauen und sehen, ob sich was auf dem Schiff sonderlich verändert hat. Fun fact, this room was recently turned into a human-friendly environment. It used to be the brig before. I guess the builders thought you wouldn't take any prisoners for some reason and therefore no reason to waste this space. Okay, sie haben einen Gemeinschaftsraum hinzugefügt. Ach, guck mal. Ist dasselbe Ding, was ich als Bombe werfe. Die machen jetzt Hit-Ups. Ah, und die Pain Station ist jetzt auch hier unten. Guck mal, die sieht so ganz leicht anders. Ganz leicht.
Okay, dann mal runter auf den Höllenplaneten. Ich weiß noch, wie schlimm der war. Der Fuck? Ich hatte nicht vor, in die Kapsel zurückzugehen. Ich war gerade nur geflasht davon, was das Teil mir gesagt hat. Muss ich ernsthaft die Flares nochmal aktivieren? Danke, Spiel. Sie haben den Planeten auf jeden Fall leicht verändert. Das sehe ich jetzt schon. Schon mal das Teil am machen. Was bist du? Ist das eins dieser Seeker-Eis? Es beobachtet mich auf jeden Fall. Und lässt mich auch nicht aus den Augen. Was genau mache ich mit diesem Ding? Ich habe mich kurz erschrocken. Weil ich dachte, da wäre irgendein Vieh. Man muss bedenken, auf diesem Planeten, die Gegner waren alle unsichtbar. Die konntest du ohne diese Sicht, die ich jetzt gerade aktiv habe, nicht sehen. Da, da ist es auch. Es bewegt sich noch. Aber meine größte Frage bleibt, was hat es mit diesen Augen auf sich? Die beobachten mich auf jeden Fall. Aber welchen Hintergrund haben die? Welchen Sinn? Warum beobachten die mich? Ich kann mit denen jedenfalls nicht interagieren. Ich habe gerade eben ja alles einmal ausprobiert. Ich halte mal sicherheitshalber die Schrotflinte in meiner Hand. Das war der einzige Plötner in Nähe von all den fünf, ne, der richtig gruselig war. Auch der Boss ist schon ein bisschen angsteinflößend. Some of the plant life we have come across so far appear to be limestone natural constructs shaped as trees, a bit like a calcified forest. You should be proud to be one of the first earthlings to step foot on this beautiful planet, even though you can barely see what's in front of you. And hopefully you will live long enough to tell the tale. That is, unless you come across some sort of apex predator with a thirst for blood, which hasn't happened to you very much, am I right? Danke. Wir haben diesen Schildregenerator gefunden. Der war auf diesem Planeten jetzt neu. Okay, vielleicht ist auf dem Planeten ja noch ein weiteres der neuen Upgrades. Ein größtes Problem wird aber sein, dass ich höchstwahrscheinlich jetzt erstmal eine halbe Ewigkeit brauche. Bis ich diese Flares finde. Weil ich weiß, dass die in den hinterletzten Ecken lagen. Ich habe gerade einmal aus Versehen irgendwie den Stream-Chat größer gemacht. Also mein Chatfenster. Sobald ich so einen Wurm sehe, muss ich den auf jeden Fall weglasern.
fühle mich beobachtet. Ihr euch auch? Das ist noch eins von diesen Augen. Diese Augen sind mega gruselig. Kamen auf einmal drei von diesen Würmern aus den Ecken. Hier sind gleich sechs von diesen Augen, die mich anstarren. Okay, ich würde wirklich gerne wissen, was es mit diesen Augen auf sich hat. Welchen Sinn und Zweck haben die? Da ist auf jeden Fall die erste Flare. Entweder. Ne, ein Teleporter. Oder? Blue. Das sagt doch aus, wo der blaue Tele. Ne, hier, das ist doch die erste Flare. Ach lol, ich kann mich von da oben aus dahin teleportieren. Ich kann jetzt auch einfach sagen, ich will zu der Amui zurück. Ah. Okay, die Teleporter hier oben sind mit denen unten verbunden. Was bräuchte denn dieser neue Schild? Eisenplatten, die ich sogar habe. Einer von drei Beacons leuchtet. In der Himmelsrichtung ist einer. Sehe ich da hinten ein Upgrade? Ich glaube, diese Sucheraugen sollen mir die Richtung ansagen. Auf jeden Fall hier jetzt ein weiteres Upgrade. Für die Turbo Fire. Kann die Leiche aufhören, sich zu bewegen? Ich kann hier halt echt nicht diesen unsichtbaren Tarnungsmodus ausmachen. Diese Viecher recken einen weg, wenn man sie nicht sieht. Man kann planlos durch die Gegend schießen. Das funktioniert. What a tragic ending. I cannot find her body anywhere, which means she was probably dragged down by something or eaten whole. In any case, good luck, Cap. Moment, was? Ach, das ist eine Blutspur, um Gottes Willen. Dr. Mumu Tanwak. Da. Ashebe passed away last night. No catastrophic space incident. Space incident. Not attacked by some highly intelligent alien. Not blown away by a goddamn space ring. Docs say it was some kind of an aneurysm. That's all. As human as it gets. You talked last night. He said he felt whole. Complete. The last thing he wanted to see in life was for us to all to get home safely. And he did say you too, Sally. You, Dr. Mumu, Sarah, and I. He also made me promise to bury him in one of the planets we have encountered so that he could become a part of it. I think he felt it was coming. But he was never one to fear the Reaper, so to speak. And you know what? Sally must have known too. There's always signs. I bet you knew, didn't you, Sally? There, this is it now. We are closer and closer to the end. There's a reason we ended up here, and I will not go back without an answer.
I know the otters feel the same. We do it for Ashiba and Sean, and Ivor and Rick, and Beatrice and Forsyth. Robert out. Und es könnte auch das hier sein. It's coming for me, Bob. It's coming for me. Where are you? Got it right, didn't you? It was the right combination. Irgendwelche Noises? Oh no, it's here. Screaming. Ich glaube, das ist die Nachricht, die wir gerade hatten. Also gerade eingesammelt haben. Da wurde er zerfleischt. Der arme Kerl. Ja, die sind echt so Indikator für, da ist irgendwas offenbar. Ich habe mich gesehen. Ja, braucht nur 10, 100. Geschenkt. Ja, das hat jetzt kurzweilig eine sehr, sehr hohe Feuerrate. Okay, bekämpfen wir nochmal meinen schlimmsten Albtraum. Den Predator. Alter! Dieses riesige Auge, das ist eher angsteinflößend. Und tot. So, ich will jetzt wissen, kann ich das Ding jetzt upgraden? Ich habe den Boss jetzt nochmal fertig gemacht. Also ich habe gelesen und hier ja gerade eben auch, Planet 6 wurde hinzugefügt. Ich fühle mich gerade irgendwie so leicht gescammt. Weil ich habe zwar im Update jetzt lesen können, ja, Update, ich sehe, es wurden Sachen hinzugefügt. Aber es sieht nicht so aus, als ob das jetzt so gesehen fertig wäre. Das Planet 6 Update. Ich will jetzt nur noch mal da runter und gucken, ob man das Auge auch schon vom Weiten sehen kann, dieses gigantische. Ja, einfach nur gruselig, dieses Auge. So, nochmal aktivieren. I was just trying to light up the mood a little bit. It's gonna get real dark down there. Nee, man sieht es nicht vom Weiten. Warning, drop pod launch commencing. Warum komme ich jetzt nicht auf Planet 6? Also auf Planet Fragezeichen. Ich habe jetzt hier den Boss nochmal fertig gemacht. Ich guck gerade, ob bei irgendeinem Planeten teleportermäßig was dazugekommen ist, was ich jetzt nicht in meinem Inventar habe. Aber wenn ich jetzt in der Hinsicht wirklich auch nichts finde, ich weiß dann nicht, wie ich weitermachen soll. Also hier ist noch ein Teleporter, der fehlt, aber da bleibt die Frage, wo? Ich kann ja mich einmal runterporten. Aber ich weiß, dass ich damals schon ein bisschen verzweifelt bin. Ich glaube, diese Augen, die würden mir jetzt auch nicht sonderlich helfen. Was ich mir noch vorstellen könnte, was diese Augen angeht, dass sie mir den Raum zeigen wollen, also den Boss-Room. Dass die alle so mehr oder weniger in die Richtung vom Boss-Raum gucken. Ach guck mal, wenn man hier straight up nach oben guckt.
Lol, ich bin hier durch den Boden gefallen. Okay, geheimer Raum gefunden. Den ich letztes Mal so verzweifelt gesucht habe. Und das war nicht mal mit Absicht. Ich bin einfach nur so ein bisschen zurückgegangen, weil ich euch zeigen wollte, hey, ich sehe den Drachen da oben. Okay, da ist ein nachwachsender Stein. Will ich mich da hinstellen und mit dem nach oben wachsen? Kann ich gar nicht. Also ich sitze jetzt hier eine Stunde. Ich habe den Planeten ja jetzt nochmal gemacht und ich kann nicht weiter. Aber wenn es jetzt wirklich darauf programmiert ist, ich muss jetzt die ganze Story nochmal von vorne machen, nur um weiterspielen zu können, dann sage ich, nein, das Spiel ist vorbei. Ich mache nämlich ganz sicher nicht alles nochmal von neu. Ich weiß, dass nächste Woche noch ein Update geplant von denen ist, dass dann der Early Access Status verlassen wird. Das Spiel kostet übrigens nach wie vor 25 Euro. Und fast die gesamte Community ist sich einig, dass das Spiel ruhig den Preis wirklich mal senken könnte, also dass der viel zu hoch ist. Ich stimme da auch teilweise zu, dass das maximal so ein 10-Euro-Spiel sein sollte. Auch wenn das Spiel ganz gut an der einen oder anderen Stelle ist. Ich beende das jetzt hier. Also mich regt das schon ein bisschen auf. Planet 6 released. Und ich kann nicht zum Planet 6. Ich habe es ja gerade versucht. Ich habe jetzt hier eine Stunde deswegen nochmal den alten Boss nochmal gemacht. Die ganzen Flares aktiviert und so weiter. Und ich kann nicht weiterspielen. Ich könnte allerhöchstens auf deren Discord einmal kurz gucken, weil das Spiel hat einen eigenen Discord-Server. So, da seht ihr es ja. Ich ziehe das hier gerade einmal groß. Mit dem Planet 6 Update. Ich gucke nächste Woche dann nochmal rein, weil da steht ja mit 17. August. Vielleicht kann ich dann da rein zum letzten Planeten. Da gucke ich dann aber, bevor ich den Stream starte, wirklich offscreen einmal, ob ich da hin kann. Und wenn nicht, hat sich das Spiel dann wirklich ab dem Punkt dann jetzt erledigt, weil ich habe jetzt hier eine Stunde investiert und vom Prinzip her nichts wirklich tun können. Das Einzige, was ich wirklich getan habe, ist, zwei Upgrades einzusammeln und auch direkt zu verwerten. Für YouTube mache ich hier einfach mal einen Cut. Entweder mache ich eine Spezial-Upload hierfür dann nochmal für YouTube im Nachhinein, dass ich die nochmal aufnehme. Ansonsten, wenn ich nächste Woche sehe, also vom Stream-Zeitpunkt nächste Woche, gerade ist der 10., dass am 17. Planet 6 zugänglich ist, oder ich zumindest mit dem Generator irgendwas machen kann oder irgendwas anderes, dass mir ermöglicht, auf Planet 6 irgendwie zuzugreifen. Dann gibt es nächste Woche nochmal einen Stream und dann schmeiße ich die beiden Streams zusammen. Wie gesagt, für YouTube ist hier ein Zwischencut, entweder zur Upmod oder zum anderen Stream. Je nachdem, wie es bei mir nächste Woche dann damit aussieht. Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Lodestar.
mit dem finalen Update wieder. Ja, wir haben beim letzten Mal schon so ein bisschen reingeschaut, mussten vorübergehend abbrechen bei Lodestar. Bei YouTube ist ja einfach nur ein Cut gewesen. Also es ist jetzt so um die 2 Wochen später. Und sie haben tatsächlich den Bug gefixt, der mich davon abgehalten hat, zum neuesten Planeten zu kommen, zum Planet 6. Und sie haben auch die Höhle da unten gefixt. Also, ich kann ja ins Sinkhole gehen. Ich habe mir schon geholt, was es da unten zu holen gibt. Aber sie haben es gefixt. Der Fehler war das Teil hier. Ach, jetzt ist es auf einmal wieder da. Die hatten den Fix gemacht, dass dahinter eigentlich ein Raum sein sollte. Zum Glück habe ich das schon geholt. Und dahinter wäre noch so ein Strahler gewesen und von dem aus hätte man hier hinstrahlen müssen. Das war der ganze Clou. Aber schön, dass das jetzt wieder nicht mehr funktioniert. Sehr schön. Haben den einen Bug gefixt und einen neuen hinzugefügt. Perfekt. Sehe überhaupt keine Probleme. So. Ich hatte schon getestet. Wir können jetzt zu Planet Fragezeichen. Das ist Planet Fragezeichen. Ich weiß nicht, was ich wirklich davon halten soll. Aber wir werden es jetzt gleich herausfinden. Sehe ich das richtig, dass da nichts im Weltall ist? Also ich hatte, als ich gesehen habe, dass es funktioniert, einfach direkt ausgemacht, damit ich nicht zu viel sehe. Einmal kurz gucken. Ist da wirklich nichts im All? Außer diesem riesigen Kasten? Ach, guck mal. Ich glaube, ich muss so sogar da rein. Bohrer aktiviert. Kann ich irgendwie landen? Okay, ich glaube, ich brauche doch die Drop-Pod. Aber bin jetzt schon gespannt, was mich da drin erwartet. Also, sie haben mit dem letzten Update auf jeden Fall was Interessantes geliefert. Warning, drop pod launch commencing. Wohin genau dropp ich denn? Ins Nichts. Okay, nicht die Drop-Pod nehmen. Warte mal. Ich nehme mal den letzten Autosave. Also ich muss irgendwie da hinten aussteigen können. Glaube ich, dass ich mal damit einen Planeten betreten muss. Vielleicht gibt es ja multiple Eingänge. Ich kann ja einmal drum herum fahren. Kann ich mich durchbohren? Nein, ich kann mich da nicht durchbohren. Das Ding sieht von außen auf jeden Fall interessant aus. Aber wenn ich das richtig sehe, so extrem viel sollten wir nicht zum Erkunden haben. Durch die Erfolge weiß ich zumindest, wie der Boss schon heißt. Der heißt Seeker. Okay, es gibt wahrscheinlich nur diesen einen Eingang offenbar. Ich habe nach multiplen Eingängen gesucht.
Ich mach mal eben kurz meine Radioaktivität weg. Dann muss ich gucken, ob ich da drinnen landen kann. Ja, kann ich. Da drunter irgendwie, warum auch immer. Okay, ich kann durch den roten Kasten nicht durch. Sehe ich denn da hinten langlaufen? Der Seeker. Wir kriegen es schon angezeigt. Irgendwo hier ist der Seeker. Okay. Wahrscheinlich ist er das komische Männchen, was ich da am Ende des Raumes gesehen habe. Ich konnte gerade irgendwie was aufsprengen. Warte mal. LOL! Ich kann mich durchmeinen. Zika, ich komme. Okay, die gelben kann ich kaputt machen. Hä? Da steckt was in mir drin. Hilfe. Ja, das da ist der Seeker. Hilfe! Warte mal. Mit T? Ja, jetzt kann ich ihm Schaden machen. Hier geblieben. Wow, der portet mich. Okay, durch manche Grüne kann ich durch und manche nicht. Das ist auf jeden Fall ein interessanter, feiner Boss. Aua. Kann es sein, dass die offen bleiben? Mache ich einfach so viel kaputt wie möglich. Habe ich es im Nachhinein leichter. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber die Bomben, die zünden jetzt schneller. Mach einfach so viel auf wie möglich. Wenn die offen bleiben, ist das ja nur ein Vorteil für mich. Oh, ich kann auch hier oben drauf. Einen Moment, Leute, ich muss meinen Hund rausschmeißen. Ich bin nur 10 Sekunden vom PC weg und da stecken direkt 3 Dinger in mir drin. Alter, ich kann ja so eigentlich schon alles skippen.
Aua! Ständig steckt da irgendwas in mir drin. Ich weiß ja jetzt schon, wie der Hase läuft, ne? Im Prinzip her muss ich nur da oben drauf. Schade, funktioniert nicht mehr. Das ist wirklich ein interessanter, feiner Boss. Ich komme. Musst du mich die ganze Zeit wegporten? Aua. Muss doch hier irgendwo durch können. Ah, hier. Grillig. Oh, er ist fast tot. Das ist auf jeden Fall eine coole Endkampfmusik auch. Das muss ich dir auf jeden Fall lassen. Das ist dein Ende. Wir haben den Seeker vernichtet. Guck mal, die ganzen Blöcke sind jetzt auch weg. Der sieht cool aus. Overwhite Hedgelock. Rescue Robert. Robert? The source of the sickness had finally been uncovered, and with it, the fate of the Lotus Star One and its crew. The sole survivor of the original expedition. Captain Robert was found in cryogenic sleep. After all he had endured, he would return home, honoring the moment of his crew as he once promised. The alien spacecraft was a treasure trove of technology, resources and information. Lotus Two had now had the resources to get home, and confirmation that we are not alone.
According to the logs recovered, the cartographer's personal goal was to map our planets, collecting data on different biomes. The endgame remains a puzzle to be solved. Returning home, the Lotus R2 brought back answers to questions humanity didn't even have. Along with them, a plethora of new questions still to be investigated. In the end, hope prevailed. Just barely, not palpable, real. Wir haben Captain Robert gefunden. Nur ist Captain Robert noch Captain Robert. Ich kann dieses Plus da in der Mitte nicht wegmachen. Okay, wir haben das Spiel durch. Das ging wesentlich schneller, als ich erwartet hatte. Tatsächlich. Ich habe schon gedacht, wir würden jetzt hier noch einen ganzen Planeten erkunden müssen. Also wir können uns natürlich hier noch umschauen. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere interessante Objekt. Ich weiß nur nicht, ob ich da runterfallen will. Aber das war auf jeden Fall ein interessanter Bosskampf. Das muss ich nochmal wiederholen. Der Bosskampf war cool. Aber irgendwie ein bisschen zu einfach. Zumindest kam mir das so vor, weil vom Prinzip her, ich musste ja nur durchrennen. Und dann konnte ich ihn verkloppen. Kann ich eigentlich noch durch diese roten Dinger durch? Okay. Was für ein Film bin ich jetzt hier reingelaufen? Ich kann ja mal so machen. Ich renne noch mal an die Stelle da hinten, wo man runterspringen kann. Mach da einmal so einen manuellen Saves-Punkt und dann springe ich da runter und guck mal, was da so ist. So, ich mache hier mal einen manuellen Speicherpunkt. Da kann man dann übrigens mal sehen. Mit Offscreen-Zeit zusammen habe ich 24 Stunden für dieses Spiel gebraucht. Also ihr habt schon eine lange Zeit was an diesem Spiel, wenn ihr es euch holt. So, dann springe ich jetzt mal hier an eine der Stellen runter und guck mal. Und jetzt... Oh! Ich korrigiere, ich will runterspringen. Ach, jetzt darf ich. Okay, ich glaube, es ist nicht beabsichtigt, dass man da runter geht, weil hier sind sogar unsichtbare Wände. Wo ist mein Schiff hin? Oh, hier ist noch ein Log. Das können wir uns ja eben kurz durchlesen. Minzy, Chief Engineering Officer. Alarm ist zu hören. Tell you did save the mining vessel world collapse. Blaring. Heavy, Briefing und wieder der Alarm. But you didn't mention it would take this long. Would you please shut up? Der Alarm hört auf und Person atmet schwer. Bob and Sarah don't know it yet, but I have reconfigured the vessels not to come this way, like ever. Overriding Sally is never an easy thing to do, and I doubt they could do it. I just couldn't allow them to come after me in case I got up and stranded out here. Which I did, obviously. It sucks to be always right. Phew. I bet they are cracking their heads right now, trying to come and rescue me. Sorry guys, it's too late. Irgendwelche Interferenzen?
At least I've managed to haul enough ore back into the ship, so that might help them out with the catalyst maintenance. I'm not as scared as I thought I would be. This asteroid field is actually beautiful. It doesn't feel lonely. There's a big one nearby. By the way, I hope I don't crash into it. That would be a bummer. Vorübergehende Stille. Lang ist es Weinen und Schniefen. Warte, that's not an asteroid. Oh no, is that? Oh, sweet Sally, is that it? Are they? Das, seine Atmung intensiviert sich. Und dann wurde auf einmal die Nachricht abgebrochen. Ja, was mache ich denn jetzt? Mein Schiff steht hier nicht mehr. Kann ich einfach sagen, ich bin stuck? Und dann portet er mich zum Stift zurück? Ja, das funktioniert. Können wir Captain Robert jetzt hier irgendwo auf dem Schiff finden? Weil wir haben ihn ja eingesammelt. Ich gehe mal zum Main Hall und guck mal, auf welchem Planeten ja angeblich die Upgrades fehlen. Auf dem Höhlenplaneten angeblich fehlt mir eins und hier fehlt mir das, ironisch gesehen, die Thunder Rifle. Ach nee, dieses Turbofeuer HSDD, das wäre da unten, glaube ich, gewesen eigentlich. Also ich weiß, dass ich es einmal eingesammelt hatte. Na gut, bei Lodestar kann ich auf jeden Fall jetzt sagen. Hoffe ich, dass es allen gefallen hat, das Projekt. Ich fand, es war auf jeden Fall ein recht cooles Projekt. Das Ende, das hat ja auch noch mal ein bisschen delivered. Also mit diesem krassen Planeten, wo ich jetzt gerade noch mal hinfliege. Nehmen wir es mal eine Space Station. Mit Captain Robert, den wir da gefunden haben. Der offenbar von der Maschine jetzt irgendwie besessen ist, würde ich sagen. Ich finde, obwohl dieser Planet recht kurz war, war das einer der coolsten Planeten im gesamten Spiel. Ich kann die Planeten ja mal ranken, auch mit Bossen gesehen. Also, der langweiligste Planet ist auf jeden Fall der Wüstenplanet. Bei der eigentlich so gut wie gar keine Herausforderungen bietet, außer der einen Parcoursstelle im Dunkeln. Den Höhlenplaneten, den fand ich in jeglicher Hinsicht zum Kotzen, weil wenn du da einmal runtergefallen bist, musstest du alles nochmal machen. Deswegen wäre der so auf dem vorletzten Platz. Danach käme bei mir Planet Z. Also der Planet selber, richtig, richtig cool, mit den unsichtbaren Gegnern vor allem Ding. Ich finde nur der Bosskampf, der ist mega anstrengend gewesen. Also mit diesem unsichtbaren Labyrinth, ich fand, das war einfach nur ein so massiver Zeitfresser und so mega unnötig. Pompeii fand ich auf jeden Fall richtig geil und würde ich tatsächlich vor dem letzten Planeten nochmal schicken, weil der Bosskampf, der war cool und der Planet an sich war mega cool mit seinen ganzen Lava-Regionen, wo die Lava auf- und absteigt und du wirklich timen musstest, wie du da durchkommst. Also ja, hier habt ihr halt jetzt nochmal Tinis Platz 6, Aztlan Platz 5, danach Planet Z. Planet Kites und danach Planet Z. Dann der Fragezeichenplanet, also nennen wir nennen ihn mal Zika-Planet. Oder die Zika-Station. Und auf Platz 1 ist Pompeii, weil Pompeii war wirklich der geilste Planet. Und vor allen Dingen, da war alles schön übersichtlich. Bei Lost Planet Z, da hast du so gut wie gar nichts gesehen. Also, ja.
Da habe ich jetzt auch nochmal die Planeten gerankt. Wenn ihr euch das Spiel selber kaufen wollt, ich packe das bei YouTube gerne in die Beschreibung. Ich kann euch auch noch mal eben kurz sagen, wie viel das Spiel kostet. Es tut mir übrigens leid, dass ihr gerade keinen Sound habt. Das ist bei dem Spiel so, wenn ich raus habe, ist der Sound weg. Also das Spiel, das kostet 25 Euro. Ihr habt auf jeden Fall auch lange was von dem Spiel. Ich habe ja gerade eben gesagt, selbst mit Offscreen-Zeit, wo ich einfach nur so ein bisschen gefarmt habe, so, ich glaube, das sind nur so 3 Stunden ungefähr. Ich habe trotzdem eine Spielzeit von über 24 Stunden. Ziehen wir mal 3 Stunden Farming-Zeit, vielleicht sogar 4 ab. Dann kommen wir auf 20 Stunden mindestens. Also klar, für 25 Euro will man schon vielleicht nochmal das Doppelte drauf haben. Ich finde auch, die hätten mit dem Preis ein bisschen runtergehen können, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem ein geiles Spiel. Ich habe dieses Spiel auf jeden Fall genossen. Außer den Höhlenplaneten. Der Höhlenplanet, der ist für jeden Albtraum. Weil wie gesagt, du fällst eine runter und du darfst den ganzen Weg nochmal klettern. Es ist kein einziger Teleporter auf dem Weg nach oben. Nicht ein einziger. Ihr könnt euch Abkürzungen einmal freisprengen. Das war's aber auch schon und dafür müsst ihr tot gewesen sein. Also ja, von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle von Lodestar. Diesmal jetzt wirklich endgültig. Lodestar ist hiermit vorbei. Wenn es euch gefallen hat, bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Bei Twitch ein Follow. Beides gegenseitig verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Euch noch einen schönen Tag.